بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ich bezeuge, es gibt niemanden, der mit Recht angebetet wird, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und Gesandter ist. Und ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala um Aufrichtigkeit, um Rechtleitung und um die Akzeptanz. Und ich heiße meine Geschwister herzlich willkommen zu dieser späten Stunde. Und zu diesem Vortrag, und wie ich inshallah angekündigt habe, werden wir heute weitersprechen über ein wichtiges Thema, ehrlich gesagt, auch wenn es vielleicht den einen oder anderen, vielleicht für den einen oder anderen nicht so interessant ist, weil er sich denkt, hey, ich habe mit diesen Sünden nichts zu tun oder sonst irgendwas. Aber es ist eine Sache, die sehr, sehr wichtig ist, liebe Geschwister, dass wir darüber Wissen haben und dass wir uns mit dieser Thematik beschäftigen. Warum? Weil wir die Schwere der Sünde lernen. Weil wir lernen, dass diese Sache gewaltig ist. Und zwar die Sache der großen Sünden. Ja, weil die kleinen Sünden werden oft vergeben, ohne dass man großartig etwas macht. Einfach durch die Barmherzigkeit von Allah subhanahu wa ta'ala. Du machst kleine Sünden, kleine Fehler und Allah subhanahu wa ta'ala löscht sie. Entweder dadurch, dass du andere guten Taten machst, oder Allah löscht sie, weil einfach so, ja, weil der Mensch einfach nicht fehlerfrei ist. Und deswegen werden kleine Sünden viel verziehen von Allah subhanahu wa ta'ala. Man soll nicht einfach übertreiben und sagen, ja, das ist egal, das ist eine kleine Sünde. Weil wenn du sie klein siehst, je kleiner du die, wenn du die kleinen Sünden alle einfach klein rechnest und sagst, ja, kein Problem, dann ist das bei Allah subhanahu wa ta'ala eine größere Sache. Warum? Weil dann tust du so, als wäre dieser Fehler, du begehst diesen Fehler mit, keine Ahnung, mit deinem Hund. Nein, aber deswegen haben Gelehrte dann gesagt, schau nicht auf die Sünde, wie klein sie ist, sondern schau gegen wen, ja, wem gegenüber du die Sünde begangen hast. Es ist der, der dich erschaffen hat, der dich versorgt, der dir gibt, der dich ja, ins Dasein gerufen hat, obwohl du nicht da warst. Er hat dir ja alles gegeben, er hat dir deine Kinder gegeben, deine Gesundheit, er hat dieses Universum, und er hat das nicht erschaffen ja für sich, er braucht das ja nicht, er braucht ja gar nichts, er hat das alles für uns erschaffen. Wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran an mehreren Stellen, وَسَخَّرَ لَكُمْ, und er hat euch alles dienstbar gemacht, Himmel, Erde, Sonne, Mond, Tag, Nacht, als Zeichen, als Dienst, ja, oder dienstbar gemacht, als Gnade gemacht, Nacht zum Ausruhen, den Tag und Licht und alles einfach. Ja, deswegen sagen die Gelehrten, schau nicht auf die Sünde, wie klein sie ist, sondern schau lieber, wem gegenüber du sündigst und ungehorsam bist. Aber was wichtig ist, liebe Geschwister, dass wir wissen, dass diese großen Sünden, dass die fatal sind. Ja? Und Allah subhanahu wa ta'ala, und ich habe das schon mal gesagt, wenn jemand gar keine großen Sünden macht, er ist direkt im Paradies. Warum? Weil dann hat er die Rechte seines Herrn, Allahs, nicht genommen und nicht verletzt. Und er hat die Rechte der Menschen und der Tiere nicht verletzt. Ja? Somit ist er er ist frei von Ungerechtigkeit quasi. Ja? Kleine Sünden sind ja ein Mensch. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, Kullu bani Adam khata, jeder Sohn Adams, also jeder Mensch, macht Fehler, keiner ist perfekt. Aber deswegen in Bezug auf die kleinen Sünden. Aber sobald man in die großen Sünden reingeht, da fängt man an, richtig fett ungerecht zu werden. Ja? Und das sind Sachen, die Allah nicht einfach so verzeiht. Und da gibt es nochmal die Ungerechtigkeit gegenüber dem Schöpfer und Ungerechtigkeit gegenüber den Menschen oder den Tieren, der Umwelt etc. Ja? Und da zum Beispiel,
wenn man ungerecht ist, Allah gegenüber, seinem Schöpfer gegenüber, man sündigt und man macht das, was eigentlich man nicht machen darf, wenn es nur die Rechte Allahs sind, und ich sage jetzt nur, nicht um das klein zu machen, ja, es ist gewaltig, aber dann ist es, Allah subhanahu wa ta'ala verzeiht einfach viel, weil er liebt es zu vergeben. Ja, er liebt es zu vergeben und von seinen Namen und Eigenschaften, seinen Attributen ist der Allvergebende, der Vielvergebende und so weiter und so fort, ja, der gerne vergibt etc. Aber das Problem ist, die Sünden zwischen dir und anderen Menschen und davon gehören die großen Sünden, die wir auch zum Beispiel in diesem Buch haben, viele davon sind ja zwischen dir und anderen Menschen. Und andere Menschen werden dir, wir sehen es ja schon hier im Diesseits, viele Menschen verzeihen dir nicht. Und ganz ehrlich, ich habe schon so oft mitbekommen, dass es Leute gibt, innerhalb von einer Familie, Geschwister, Eltern, Kinder, Cousins, Onkel, Tanten, die reden miteinander nicht. Jahrelang, sie haben gar keinen Kontakt, Kontakt komplett abgebrochen. Das gleiche Fleisch und Blut, ich kenne sogar, ja, wirklich Leute, die mit ihren eigenen Eltern oder mit dem Vater keinen Kontakt haben. Und wenn du dann siehst, warum sie keinen Kontakt haben, lächerliche Sachen eigentlich. Geld. Ja, kann das wirklich sein, dass ein Mensch wegen einer materiellen Sache, die sowieso kommt und geht und ja, wirklich minderwertig ist, den Kontakt abbricht zu seinen eigenen Eltern, die ihn ertragen haben und geopfert haben und Schmerzen hatten und ja, alles für ihn gemacht haben. Sie hätten das Leben gegeben für dieses Kind. Und dann kommt dieses Kind und dann ist er sauer auf seine Eltern oder bricht den Kontakt ab. Und ich kenne wirklich einige Personen persönlich, die reden mit den eigenen Eltern nicht oder mit dem eigenen Vater nicht. Und dann war das wegen so einer Geldsache, wegen Business. Subhanallah, der hat dich auf die Erde Natürlich gibt es auch Eltern, die viele Fehler machen etc., aber trotzdem, ja, das geht einfach nicht. Und deswegen, was sehr, sehr wichtig ist, dass man weiß, diese großen Sünden, wenn sie zwischen dir sind und anderen Menschen, am Tage der Auferstehung, hier im Diesseits, viele Leute, ja, nee, die haben keinen Kontakt mit jemandem etc. Und sagen, ich werde ihm das nie verzeihen. Und ich habe das eine oder andere Mal mitbekommen, was das für Gründe waren. Wirklich minderwertig. Kleinigkeiten. Ja, die hat über mich das und das gesagt. Ja, okay. Ja, nee, du bist fehlerfrei, du bist perfekt. Ja, manchmal ist es einfach nur, dass du vielleicht andere Fehler machst. Aber ganz ehrlich, das ist ja eine Sache, die oft ist. Ja, Leute können nicht verzeihen, weil die sagen, er oder sie haben über mich schlecht geredet, hinter meinem Rücken, was auch eine große Sünde ist. Ja, das, die üble Nachrede, das Lästern, das ist ja sehr, sehr übel. Und das ist auch das Recht anderer Menschen zu nehmen, die Würde quasi zu nehmen von einem anderen Menschen und die Ehre und hinter seinem Rücken über ihn zu reden. Und da ist ja auch ein ganz großes Problem, weil die meisten Menschen, sogar die meisten Muslime, denken ja, üble Nachrede und Lästern ist nur, wenn ich über einen etwas spreche, in seiner Abwesenheit, wenn das nicht der Wahrheit entspricht. Ja, wobei das islamisch gesehen gar nicht als üble Rede zählt. Das ist wieder eine Stufe höher. Das ist ja Verleumdung. Ja? Du erzählst über etwas Negatives, etwas Schlechtes über jemanden, der nicht anwesend ist, aber das ist sogar gelogen. Das ist ja Verleumdung. Das ist noch schlimmer, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam das auch erklärte. Ja? Die üble Rede ist allgemein, dass du über deinen Bruder, über deinen Mitmenschen quasi negativ und schlecht redest in seiner Abwesenheit. Egal, was er hasst. Der Prophet hat das erklärt. Du redest über deinen Bruder etwas, was er verabscheut. Über ihn in seiner Abwesenheit. Das heißt eigentlich, im Grunde genommen, du darfst einfach überhaupt gar nicht über andere negativ reden in ihrer Abwesenheit. Fertig. Das ist üble Nachrede. Wenn das der Wahrheit entspricht. Ja, ich habe ihn gesehen, er hat das und das gemacht, er hat geraucht, er hat, keine Ahnung, er hat dies und jenes, ja. Natürlich gibt es da bestimmte Ausnahmefälle, ja, vor Gericht, Zeugenaussage vor Gericht oder in bestimmten Situationen zum Beispiel, um zu warnen. Du weißt, jemand ist ein Betrüger, der betrügt, der geht die ganze Zeit umher und der betrügt einfach, der klaut, betrügt andere Menschen und der geht von einem zum nächsten. Ja, und es ist jetzt schon bekannt geworden, von ihm über ihn negativ zu reden, in seiner Abwesenheit, um vor ihm zu warnen und vor seinem Übel zu warnen, zählt nicht als üble Nachrede. Es gibt da Ausnahmesituationen. Ja, beim Allgemeinen. Und das ist eine Sache, die sehr, sehr wichtig ist. Und deswegen, aber ja, manche Leute, die verzeihen einfach andere nicht.
Ja, die hat über mich schlecht geredet. Er hat über mich schlecht geredet. Ja, bist du fehlerfrei? Redest du nie über einen anderen Menschen in seiner Abwesenheit schlecht, negativ? Sehr schwer vorstellbar, obwohl diese Sünde eine riesige Sünde ist im Islam. Eine große Sünde. Eine schwerwiegende Sünde. Eine Sünde, womit man zur Rechenschaft gezogen wird und eventuell sogar in die Hölle geht. Für das Lästern und üble Nachrede. Ja? Viele Menschen, die meisten Menschen machen das. Die meisten sogar Gläubigen machen das. Leider. Und dann sagst du verzeihst dem und dem nicht. Oder ihr nicht. Nur tust es selber. Nur halt nicht vielleicht diese selben Personen über eine andere Person. Ja? Und wenn du diese Sünde nicht machst, dann machst du auch andere Sünden. Und vielleicht schwerwiegende, schlimmere Sünden. Ja? Und deswegen ist das, darf das nicht sein, dass ein Muslim so ist. Aber wir müssen eine Sache wissen. Wenn du zu Allah zurückkommst, also nach deinem Tod, und du hast die Rechte anderer Menschen verletzt, du hast die Rechte anderer Leute genommen, sei es jetzt lästern, sei es von ihnen, ja, Sachen wegzunehmen, klauen, stehlen, etc. Oder über ihre Würde und Ehre zu verletzen, quasi indem du über sie schlecht redest, anlügst, etc. Am Tage der Auferstehung, kein Mensch wird dir verzeihen. Kein einziger, so gar nicht deine eigenen Eltern. Weil an dem Tag, jetzt, wir sind ja, wir sehen nicht alles mit den eigenen Augen. Aber am Tag der Auferstehung, ja, wenn du weißt, an dem Tag wirst du Engel sehen, wirst du, ja, Strafe und Belohnung sehen, du weißt, was wirklich abgeht und das, was die Propheten gesagt haben, dass es der Wahrheit entspricht, dann wirst du, an dem Tag wirst du nicht verzeihen. Warum? Weil du hast Angst vor dem, was dich dort erwartet oder erwarten kann. Dann wirst du niemandem verzeihen. Du willst alles, quasi alle Rechte dir zurückholen, um irgendwie deine Haut zu retten. Ja? Wie auch immer, inshallah, ich möchte nicht zu lange darüber reden. Aber das eine Sache noch ganz kurz. Und zwar, wir müssen wissen, liebe Geschwister, wenn du große Sünden machst, du bist in der Wahl von Allah subhanahu wa ta'ala. Er kann dich bestrafen, in dem Sinne reinigen von deinen Sünden. Das heißt, es kann sein, dass du in die Hölle kommst für eine bestimmte Zeit. Wenn du große Sünden begehst. Und Allah, wir können das Höllenfeuer nicht eine einzige Sekunde ertragen. Und wir kennen das vom Hadith vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wo er berichtet hat, authentisch überliefert wurde, derjenige von den Menschen, einer, der das schönste Leben hatte hier auf dieser Erde. Das schönste Leben. Ja, nimm dir von mir aus keine Ahnung. Ja, es muss nicht unbedingt ein Reicher sein, aber sagen wir mal, ein Multimilliardär und wunderschön und berühmt und keine Ahnung. Alles, was du dir vorstellen kannst, was schönste Leben beinhaltet. Aber er gehört zu den Höllenbewohnern. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn er für einen Augenblick Yughmas, yani Yughmas ist, er wird hineingetaucht und rausgeholt. Ja, quasi eine Sekunde. Und danach wird er gefragt, hast du jemals in deinem Leben etwas Schönes erlebt? Er sagt, er wird schwören an dem Tag, ich schwöre, ich habe noch nie in meinem Leben etwas Schönes erlebt. Das heißt, diese eine Millisekunde im Höllenfeuer lässt ihn vielleicht 80 Jahre Luxus pur vergessen. Ja, und genauso auch derjenige, der das Gegenteil erlebt hat, der das schwierigste Leben hatte, vielleicht mit Krankheiten und Krieg und Ungerecht und keine Ahnung, was ihm alles widerfahren ist. Aber er gehört zu den Paradiesbewohnern. Wenn er für eine Sekunde im Paradies, ja, hineingetunkt wird quasi und rausgeholt wird, das wird ihn, dieser Genuss wird ihn alles Schmerz vergessen lassen, was er hier gelebt hat. Und deswegen ist es wichtig, dass wir wissen, wir müssen versuchen, überhaupt gar keine Tat zu machen, die uns in die Hölle bringen kann. Und heute reden wir über zwei große Sünden im Islam. Ja, zwei große Sünden im Islam, inshallah. Und ich habe das extra jetzt so gemacht, dass wir vielleicht in den nächsten Vorträgen, wenn wir wieder über die großen Sünden sprechen, dass wir inshallah das schneller, damit wir inshallah schneller mit dem Buch fertig werden, dass wir einfach inshallah so zwei, drei Kapitel in einem behandeln. Also zwei Sünden, drei Sünden in einem inshallah. Und ich werde versuchen, nicht alle Beweise dann rauszuholen. Ja? Quasi oder zu bringen vom Koran oder von der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, damit wir nicht so lange brauchen, inshallah. Und ich denke, inshallah, dass es auch reicht. Wir reden heute, inshallah, erstmal über das Stehlen, ja, das Stehlen, Klauen, ja, und dir zu Unrecht etwas zu nehmen. Alles, was das beinhaltet. Und es gibt hier in dem Buch verschiedene Kapitel,
darüber. Ja, al-Ghulul min al-Ghanima wa bayt al-Mal wa al-Zakat. Das ist eine Sache. Al-Ghulul ist, sich etwas zu nehmen, entweder von der Beute oder von Bayt al-Mal, das ist die Staatskasse quasi, ja, wenn man als Beamter arbeitet und von der Staatskasse wegnimmt, oder von Zakat. Zakat sind die Spendengelder. Ja? Das ist ein Kapitel. Dann der nächste Kapitel, das nächste Kapitel ist Al-Dhulm bi-Akhdhi al-Amwal al-Nas bil-Batil. Die Ungerechtigkeit, indem man das Hab und Gut anderer Menschen nimmt, auf unrechte Art und Weise quasi. Nächste Kapitel ist As-Sariqa, klauen, stehlen. Nächste Kapitel ist Qat'u al-Tariq. Qat'u al-Tariq ist übersetzt, wie nennt man die? Qat'u al-Tariq, also die Leute, die also quasi so ein, wie nennt man das nochmal? Wie ist die Übersetzung davon? Qat'u al-Tariq, wer kann weiterhelfen? Ja, so ausrauben quasi auf der Straße oder so eine Straßensperre machen, wie jetzt sagen wir mal vielleicht, keine Ahnung, in Afrika oder irgendwo. Die machen eine Straßensperre oder die überfallen ein Transporter oder das Überfallen von Leuten auf dem Weg. Ja, Qat'u al-Tariq. Oder zum Beispiel, wenn es auf dem Meer ist, dann sind das Piraten. Ja, das ist Piraterie, glaube ich. Gut übersetzt, glaube ich, Piraterie. Ich weiß nicht, ob Piraterie nur im Meer ist. Allahu alam. Aber es ist auf jeden Fall Leuten, die auf dem Weg sind, die auseinanderzunehmen, quasi ihnen ihr Hab und Gut wegzunehmen. Ja, das sind alles verschiedene Kapitel, die alle mit dem Gleichen zu tun haben, sich auf ungerechte Art und Weise Sachen anzueignen. Ja, mit Klauen, Stehlen. Und das kann verschieden sein. Ja, wie gesagt, hier als allererstes Al-Ghulul min al-Ghanima, von der Beute, von der Staatskasse, wenn du als Beamter arbeitest quasi, ja, du arbeitest zum Beispiel jetzt in, woher kommst du? Pakistan, Türkei, arbeitest da in deinem, als Beamter, ja, und dann hast du eine Kasse und dann lässt du immer etwas mitnehmen, ja, etwas mitgehen, nicht mitnehmen, sondern etwas mitgehen, auf unrechte Art und Weise, und das gehört normalerweise dem Staat, beziehungsweise dem Staat, dem Volk, ja, und dann lässt du da Sachen mitgehen quasi, und Zakat. Und das ist auch eine sehr, sehr schlimme Sache. Ja, von Spendengeldern zu ja, Räuber, genau, Räuber ist auch flächig. Ja, von Zakat. Ich nehme schon nur ein paar Beweise. Der Hadith ist lang, aber es kommt ein ähnlicher Hadith, inshallah, dann nehme ich einen, der etwas kürzer ist. Und zwar nehmen wir zum Beispiel jetzt hier diesen Hadith hier. Dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam im authentischen Hadith sagte: "Anna rajulan wa qala Zaid ibn Khalid al-Juhani radiyallahu anhu inna rajulan ghalla yawm ghazwati Khaybar famtana'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min salati alayhi wa qala inna sahibukum ghalla fi sabilillah." Ja, und zwar, einer hat während einer Schlacht, hat ein Sahabi quasi, er hat von der Beute gestohlen. Ja, er hat von der Beute gestohlen. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam wollte das Totengebet für ihn nicht beten. Ja, er sagte, betet ihr für euren Bruder, ich bete nicht für ihn. Ja, er hat nicht für ihn gebetet. Das heißt jetzt nicht, dass er für Ewigkeit in der Hölle ist, aber es heißt, das ist schon eine schlimme Sache. Der Prophet ist anwesend. Der Gesandte Gottes ist anwesend und er weigert sich, für dich das Totengebet zu verrichten. Ja? وقال الإمام أحمد. Ja, ich gehe mal einfach weiter, inshallah. Und dann Al-Dhulm, zum Beispiel im anderen Hadith. وقال من ظلم شبرا من الأرض توقه إلى سبع أراضين يوم القيامة. Bukhari und Muslim authentisch überliefert. Derjenige, der ein Schibr, eine Handbreite, hört ihr zu? Ja. Ja? Derjenige, der eine Handbreite veruntreut, klaut von einem Grundstück, eine Handbreite, es wird für ihn wie sieben Erden sein am Tage der Auferstehung, als hätte er sieben Erden gestohlen. Ja?
Und darüber gibt es viele Hadithe. Und das ist eine Sache, die oft passiert, ehrlich gesagt, in unseren Ländern, wo die Leute hier, ja, die messen Grundstücke ab und so, und besonders wenn es in, der, ja, in den Dörfern ist, etc. Und dann manchmal bringen sie sogar Zeugen, 12 Zeugen, und die bezahlen diese Zeugen, ja, damit die eine Zeugenaussage machen, dass das Grundstück so von dem Großvater geerbt wurde, bla bla und so. Und die lügen, alles große Sünden. Ja? Das Stehlen ist große Sünde, die Falschaussage ist eine große Sünde, extrem große, von den größten schlimmen Sünden. Ja? Was wolltest du da sagen? Ich wollte sagen, das ist bestimmt auch eine Frage, die die meisten Zuschauer interessiert. Spielt die auch eine Rolle, denke ich mal, Allah Alam, um welchen Staat es sich hier handelt? Ja, über das, was wir gerade geredet haben. Quasi. Ja, genau. Die Staatskasse. Ja, um die Staatskasse. Wen handelt es sich hier? Also quasi, sage ich jetzt mal, es gibt ja viele Leute, die Hilfen bekommen. Ja. Ja? Egal wo, sagen wir, in den muslimischen Ländern, nicht muslimischen Ländern, da gibt es ja auch einen Unterschied, denke ich mal. Inshallah reden wir darüber. Inshallah reden wir darüber. Gute Frage, auch zu dem Thema, aber inshallah reden wir darüber. Nein, lass mal. Also hier in diesem Hadith jetzt, authentisch überliefert bei Bukhari und Muslim, derjenige, der von einem Grundstück, nur ein kleines Stück, es müssen nicht mal ein Meter sein, ja, Schibr, nur eine Handbreite klaut, am Tage der Auferstehung, das wird für ihn Höllenfeuer bedeuten. Ja, warum? Das ist einfach auf unrechte Art und Weise, dass die Rechte anderer Menschen sich anzueignen. Der Prophet Muhammad s.a.w. sagt in einem anderen Hadith, man iqtata haqqa mri'in muslimin bi yaminihi faqad awjaba Allahu lahu an-nar. Derjenige, schaut dieser Hadith auch, subhanallah, ja, derjenige, der von seinem man iqtata haqqan, derjenige, der sich ein Stück, ja, und hier ist nicht präzise gesagt, was genau, ist egal was, derjenige, der sich ein kleines Stück von dem Recht seines Bruders nimmt, ja, biyaminihi, ich weiß eigentlich nicht, ob das jetzt hier bedeutet, mit seiner rechten Hand, ich glaube aber eher mit dem Schwur, faqad awjaballahu lahu an-nar, so hat Allah für ihn das Höllenfeuer verpflichtend gemacht, ja, das heißt, du klaust von deinem Glaubensbruder quasi, oder allgemein ist das Klauen, du nimmst dir Sachen, was die dir nicht gehören, und die, ja, Allah subhanahu wa ta'ala macht es für dich verpflichtend, dass du in die Hölle gehst. Nicht für Ewigkeit, es ist ja keine Unglaube quasi oder Götzendienst, aber du wirst für das Klauen eine Zeit in die Hölle gehen. Wenn Allah dir nicht verzeiht, wenn du nicht Taube machst und die Taube angenommen wird, für ein bisschen Klauen, ein kleines Stück, man iqtata'a, ja, subhanallah, haqq, irgendein Recht von einem anderen, wer sich ein Stück nur, und dieses Stück ist unbestimmt hier, ja, unbestimmt, ist egal was es ist, ein kleines Stück von einer Sache, von dem Recht eines anderen nimmst, es wird für dich verpflichtend sein, in die Hölle zu gehen. Das ist krass, das sollte einen Muslim zittern lassen, wenn er klauen geht einfach nicht, ja, abgesehen davon, dass es eine Tat ist, die ehrenlos ist, eine Tat ist, die ekelhaft ist, ja. Und wir kennen alle die Hadithe, die authentischen Hadithe vom Prophet Muhammad s.a.w. Hadith von Anas ibn Malik radiallahu anhu. La yuminu ahadukum hatta yuhibbu li akhi ma yuhibbu li nafsi. Keiner von euch ist wahrlich gläubig, bis er für seinen Bruder das liebt, was er für sich selbst liebt. Liebst du es? Magst du es? Bist du damit zufrieden, wenn man dir Sachen abzieht, klaut? Magst du nicht? Kannst du? Willst du nicht? Liebst du nicht für dich selbst? Dann darfst du es auch für die anderen nicht lieben. Und deswegen geht einfach nicht. Eine Tat, die absolut No-Go ist. Ja, das Klauen, Stehlen, etc. In einem anderen Hadith sagte der Prophet Muhammad s.a.w. Und es ist auch ein Hadith, der gewaltig ist. وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ سَلَّمَ قَالْ لِكَعْبْ إِبْنِ عُجْرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَا كَعْبْ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمُ نَبَتَ مِنْ سُحْتْ النَّارُ أَوْلَ بِهِ صَحِيح على شرط الشيخين. Ja, schaut, in diesem Hadith sagte der Prophet Muhammad s.a.w. zu einem Sahabi, er sagte zu ihm, zu Ka'b, er sagte, O Ka'b, das Fleisch, ja, das Fleisch von einem Menschen, das Fleisch, was wächst mit Haram, mit Ungerechten, also mit geklauten Sachen, mit gestohlen, das heißt, du als, sagen wir mal, als Vater, du bist ein Dieb, ja, auf irgendeine Art und Weise bist du ein Dieb. Und das, was du da stiehlst,
Ja, sag mal, stiehlst oder stehlst? Stehlst, ja. Und damit kaufst du zum Beispiel Nahrung ein und ja, und dein Fleisch wächst ja dadurch quasi. Deine Muskeln, ja. Das, was das Fleisch, was wächst durch Verbotenem, das Höllenfeuer hat mehr Anrecht auf dieses Fleisch. Ja. فَالنَّارُ أَوْلَى بِهِ. Ja, النَّارُ أَوْلَى بِهِ. Gibt's in diesem Hadith gibt es in verschiedenen Versionen, aber das ist eine Version davon. Ja. Das Höllenfeuer hat mehr Anrecht auf dieses Fleisch, was wächst durch Haram. Ein anderer Hadith, wo der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, la yadkhulul jannata jasadun ghudiya biharamin. Ja, ins Paradies wird nicht eingehen ein Körper, der ernährt wurde durch Verbotenes, ja, durch Gestohlenes. Da gibt es ganz, ganz viele Hadithe in diesem Zusammenhang, ehrlich gesagt. Ich überspringe jetzt vieles, weil viele ähnlich sind, etc. oder damit wir anscheinend auch etwas vorankommen. Und dass wir auch wissen, der Prophet Muhammad sagt in einem Hadith, La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Wa la yasriqu oder wa la yashrabu al-khamr. Was kommt als nächstes? La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Wa la yasriqu al-sariqu hina yasriq wa huwa mu'min. Ha? In dem Hadith sagt der Prophet Muhammad sallam, derjenige, der gerade Zina macht, in dem Augenblick, wo er Sinne macht, Unzucht begeht, er ist kein Gläubiger. Und derjenige, der klaut, in dem Augenblick, wo er klaut, ist er kein Gläubiger. Ja? Subhanallah. Und deswegen muss man wirklich aufpassen. Und stell dir mal vor, du stirbst gerade in diesem Augenblick. Ich war heute unterwegs mit einem Bruder im Auto und er hat mir davon erzählt, dass man in den Nachrichten kam, dass einer in Deutschland einer Sinne gemacht hat bei einer Prostituierten. Und er ist währenddessen gestorben, subhanallah. Während dem Akt, während er Sinne gemacht hat, ist er in dem Augenblick gestorben. Ja? Während man sündigt und während, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schlechtes Ende und ein sehr, sehr schlechtes Zeichen für einen im Diesseits und im Jenseits, wenn man gerade sogar dabei stirbt, indem man sündigt und Schlechtes und Übles macht. Ja, und dann gibt es noch hier auch das andere, also viele andere Hadithe, ehrlich gesagt, aber inshallah, damit wir weiterkommen, auch gibt es auch dieses Qat'u al-Tariq, das ist auch diese Piraterie etc. Es gibt sehr, sehr viele Beweise dazu, dass das Klauen eine sehr, sehr große, schlimme Sünde ist. Inshallah gehen wir weiter und wir gehen inshallah zur nächsten großen Sünde. Und die nächste große Sünde ist, was habe ich eigentlich angekündigt? Von den Staatskassen, oder? Nein, nein. Ja, auch von den Staatskassen und Zakat gibt es auch die Hadithe darüber, habe ich jetzt ehrlich keine genommen. Aber ist auch über Zakat. Nein, nein, ich meine das, die zweite Sünde, die ich angekündigt habe. Die zweite. Nein, nein. Im Vortrag. Ich habe gesagt, klauen und lügen, oder? Lügen habe ich gesagt, ne? Was steht in der Überschrift? Lügen, oder? Doch, Lügen habe ich angegeben. Inshallah. Die nächste große Sünde, über die wir reden, inshallah, ist, dass man lügt. Ja? Das Lügen. Die gehört auch zu den großen Sünden. Und der Imam, der große Gelehrte Baraklaufikum, ja, Lügen, genau, ja, brachte hier als die 24. quasi große Sünde in seinem Buch von den großen Sünden Al-Kadhab fi ghalibi aqwali, ja, der Lügner in seinen meisten Aussagen quasi, ja. Und da hat er ein paar Verse gebracht zuerst, qala Allahu ta'ala inna Allah la yahdi man huwa musrifun kadhab. Allah leitet denjenigen nicht recht, der übertreibt und ein Lügner ist. Ja? Allah leitet, also das gehört zu den Sünden quasi, die dir die Rechtleitung, ja, das nicht gewähren oder erschweren. Ja? Ja, subhanallah. So, also Lügen ist eine sehr, sehr üble Angelegenheit. Und es gibt auch, ich weiß nicht, ob das hier alles gebracht hat, aber ich glaube, der hat nicht alle, natürlich hat er nicht alle Hadithe gebracht, aber es gibt einen Hadith zum Beispiel, wo der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, kann es sein, dass der Muslim eventuell feige ist? Der Prophet sagte, ja, es kann sein. Ja, es könnte dazu kommen, es könnte geschehen, ja, quasi. Es kann sein, dass der Muslim auch mal feige, kann sein, dass ein Muslim feige ist. Kann es sein, dass ein Muslim, hat er etwas anderes gesagt, sagt er, ja, kann sein.
Und dann wurde er gesagt, kann es sein, dass ein Muslim lügt? Da hat der Prophet gesagt, nein. Ja, nein, niemals. Ein Muslim lügt nicht. Es geht nicht. Ja, man kann Sünden machen, aber das ist quasi ein absolut No-Go sowas. Absolut unmenschlich, ehrenlos zu lügen. So, nehmen wir inshallah weiter. Wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt hier im Koran in Surat Al-Imran, thumma nabtahil, fa naj'alu la'natullahi ala al-kadhibin. Ja? Und so ist der Fluch Allah subhanahu wa ta'ala über wen? Der Fluch Allahs über die Lügner. Ja? Über die, die lügen. Das ist eine sehr, sehr schlimme Sünde. Wa qala an-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, inna al-kadhib yahdi ila al-fujur, wa inna al-fujur yahdi ila al-nar. ولا يزال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابا متفق عليه بخاري ومسلم überliefert authentisch der Hadith. Das Lügen führt zu Fujur. Fujur ist so, Fujur ist eine Art von Sünden. Ja? Das Lügen führt zur Fujur. Wie kann man Fujur am besten übersetzen? Fujur ist, ist ähnlich wie Fusuq, ja, wie Fisk, ja, führt zu, vielleicht kann mir einer helfen, kann einer die Übersetzung, bessere Übersetzung als mir jetzt irgendwie, mein Kopf fällt mir nicht ein, ehrlich gesagt. Al-Fujur. Fujur ist, fällt mir echt nicht ein. Es ist im Koran. Abdullah, gib mir mal den Koran, diese deutsche Übersetzung. Frevler. Jazakallahu khair, Bruder. Hudayfa. Ja, Frevler, genau. Ja? Lügen führt zu Frevel. Und Frevel führt ins Höllenfeuer. Und dann sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam weiter: "Wa la yazalu, ja, ar-rajulu yakdhib hatta yuktaba 'inda Allah kadhaban." Ja? Und dann führt diese Person fort, immer weiter zu lügen und immer weiter zu lügen, ja, bis er bei Allah geschrieben wird oder ja, bis Allah subhanahu wa ta'ala aufschreibt, diese Person ist ein Lügner. Ja? Quasi, du bekommst einen Stempel von deinem Herrn, von deinem Schöpfer. Du bekommst einen Stempel, dass du ein Lügner bist. Und das ist wirklich sehr, sehr übel. Ja? Das heißt, derjenige, und es gibt ja Leute, die sind so, der lügt, weil er will sich raus, ja, aus der Situation quasi. Der will keinen Ärger kriegen. Der will, bekommt 10-mal Ärger, bekommt Schläge. Ja? Aber lüg nicht. Weil Lügen führt zu Frevel. Frevel führt in die Hölle. Quasi Lügen ist sowieso ein Weg, ein direkter Weg in die Hölle. Es ist ein Weg der Ehrenlosigkeit, absolute Ehrenlosigkeit. Heute, die Jugendlichen haben ja oft, ne, ehrenlos, boah, voll ehrenlos. Also ehrenlos ist wirklich Lügen, ja. Bekomm lieber morgens und abends Schläge, als zu lügen. Ja, Lügen geht gar nicht. Das ist das Ehrenloseste, was es gibt. Und das ist eine Sache, die wirklich auch den Charakter eines Menschen verdirbt. Wenn du lügst, ja, ist egal. Dann, die Menschen müssen dich nicht alle lieben und du musst kein Lob kriegen, ist egal. Ja, lieber, die hassen dich, aber du bist ehrlich. Mit deiner Ehrlichkeit wirst du lieber gehasst, als dass du mit gelobt wirst. Und du wirst sowieso nicht gelobt. Ja, ein Lügner, egal wie viel Lüge du versteckst, es wird rauskommen. Ja, es wird rauskommen im Diesseits und es wird rauskommen im Jenseits. Und das ist das Lustige oft, dass die Kinder oder Jugendlichen, wenn die bei ihren Eltern lügen, und der Vater oder als Mutter, du weißt einfach, der lügt gerade. Ja, und du bist dir sicher. Und der denkt einfach, manchmal sagst du es ihm nicht. Ne? Du weißt, dass er lügt gerade, aber du sagst es ihm nicht. Stimmt's? Weil du weißt es. Du sagst ihm einfach vielleicht ein Jahr später oder eine Woche später. Wie auch immer, auf jeden Fall, ja, ist schon sehr, sehr schlimm. Warum? Weil wenn man das macht, es kommt zur Gewohnheit. Ja, es kommt zur Gewohnheit, dass man das immer macht. Und wenn du es immer machst, die Menschen werden das mitkriegen. Ein Mensch, der dich vielleicht einmal trifft, der weiß das vielleicht nicht. Ja? Aber die Menschen, die ich kenne, deine Ehefrau, dein Ehemann, deine Eltern, deine Kinder, deine Geschwister, deine Arbeitspartner,
Die werden das mitkriegen, ob du willst oder nicht, früher oder später. Weil hier oder da kommt das raus. Ja? Weil irgendwo war er, irgendwo hat er etwas gelesen, irgendwo kriegt man etwas mit. Ja? Ein Zeuge ist da, eine Kamera ist da, irgendwas, heutzutage mit, ja, mit Handys und so. Ja? Du hast, so, und dann einmal, zweimal, dreimal, du verlierst den Wert. Ja? Stell dir mal vor, dein Ehepartner, du schätzt deinen Ehepartner eigentlich normalerweise, ja? Und du kriegst einfach mit, der lügt. Einmal, zweimal, dreimal, der hat doch gar keinen Wert mehr bei dir. Ja, wo ist der Wert? Wie willst du diese Person schätzen, wenn du weißt, dass er ein Lügner ist? Ja, wie sollst du diese Person schätzen, wenn du weißt, dass dein Ehepartner quasi lügt einfach? Ja, außer weiße Lüge. Ja, dazu kommen wir gleich. Weiße Lüge, was ist weiße Lüge? Das wollte ich eigentlich in der Überschrift schreiben, welche Lügen sind eigentlich überhaupt erlaubt? Ja, welche Lügen sind überhaupt erlaubt? Café La Blanche. So, my bro, how are you? Der winkt einfach, der versteht einfach gar kein Deutsch. okay, auf jeden Fall, wir kommen aber inshallah gleich dazu, ja, welche Lügen sind überhaupt erlaubt oder gibt es diese weißen Lügen und etc. Ja, und das war noch auf jeden Fall weiß, ja, und wenn die Leute mitkriegen, du lügst einmal, zweimal, dreimal, man wird dir auch nicht mehr glauben, wenn du die Wahrheit sprichst. Danach redest du sagst wirklich die Wahrheit. Man zweifelt dir alles an, ja? Man zweifelt dir alles an. Und vielleicht bist du 90%, sagst du die Wahrheit, aber den Menschen, die dich kennen, du zählst bei denen als Lügner, der glaubt dir sowieso fast gar nichts. Und das ist eine sehr, sehr, sehr schlimme Sache und sehr, sehr schlimme Eigenschaft. Und dann noch schlimmer dazu ist, ja, diesen Stempel bei Allah zu bekommen. Allah gibt dir einen Stempel, du bist einfach ein Lügner, bei Allah, bei deinem Schöpfer. Ja, das heißt, es wirklich sieht sehr, sehr schlimm aus. وَقَالَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثِ. Die Zeichen der Heuchler sind drei. Ja, gut zuhören. Die Heuchler, und die Heuchler sind sehr, sehr schlimme Menschen bei Allah subhanahu wa ta'ala und bei den Menschen auch. Die Zeichen eines Heuchlers sind drei. Ja? Erste von diesen allen drei Zeichen, wenn er spricht, er lügt. Ja? Ein Zeichen von den Heuchlern. Also ein Heuchler haben ja Zeichen, haben Charakteristiken. Ja? Von ihren Zeichen, das allererste Zeichen, was sie haben, wenn sie sprechen, lügen sie. Das heißt, derjenige, der lügt, der muss wissen, er ist kein Heuchler, aber er hat Eigenschaften von Heuchlern. Weil die Eigenschaften der Heuchler sind drei, in einer anderen authentischen Überlieferung sind vier. Ja? Nummer eins von diesen überhaupt, er lügt. Ja? Sehr, sehr schlimm. Das heißt, derjenige, der lügt, ehrenlos, noch dazu Eigenschaften von Heuchlern trägt er, noch dazu kommen wir inshallah noch zu anderen Sachen. Gehen wir weiter. Nummer 1, wenn er spricht, er lügt. Nummer 2, wenn er ein Versprechen gibt, er hält seine Versprechen nicht. Nummer 3, إِذَا أَتُمِنَا خَانَ, wenn man ihm etwas anvertraut, er veruntreut es. Nummer 4, nicht in diesem Hadith, in einer anderen Überlieferung, wo 4 stehen, beziehungsweise eine andere, die vierte Eigenschaft steht, wenn er streitet, dann wird er ausfallend. Ja? Das sind dann die Leute, die dann zum Beispiel, er streitet sich dann mit seiner Ehefrau und dann fängt er seine Ehefrau zu beleidigen auf eine Art und Weise, die absolut No-Go ist, die nicht geht. Ja? Mit sehr, sehr schlimmen Wörtern etc., die überhaupt gar nicht funktionieren. Und das ist absolut ehrenlos auch. Ja? Aber es ist eine Eigenschaft von Heuchler. Oder allgemein, egal ob jetzt mit Ehepartner oder wem auch immer, wenn er streitet, wenn du streitest, bleib ein Mensch, bleib ein Muslim. Ja? Streite an, ja, nee, wenn dir Unrecht getan wird, Allah verbietet dir nicht, dass du deine Stimme erhebst, zum Beispiel, ja, dass du lauter wirst. Wenn dir Unrecht getan wird, steht im Koran. Ja? Wenn dir Unrecht getan wird, wenn man dann lauter wird, es ist okay. Ja? Wenn man streitet, es ist menschlich. Aber streiten und dann ausfallen zu werden und die Eltern, die Mutter eines anderen zu beleidigen, die damit nichts zu tun haben, etc., das ist absolut nie, das funktioniert nicht, geht nicht. Kannst du nicht machen als Gläubiger. Ja? Und das sind Sachen, die sehr, sehr wichtig sind. Und das sind Eigenschaften von Heuchler. Ja, Eigenschaften von Heuchler. Und schau mal den nächsten Hadith, der Prophet Muhammad s.a.w. Arba'un, man kana fihi kana munafiqan khalisan. Vier Sachen. Derjenige, der diese quasi alle hat, er ist ein aufrichtiger Heuchler. Ja, der ist ein richtiger Heuchler. Und man kennt viele Hasratun minhun,
كانت فيه خصلة من المنا من 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 المنافق حتى يدعها. Und also derjenige, der alle vier hat, alle vier Eigenschaften beinhaltet quasi, ja, er ist ein aufrichtiger, richtiger Heuchler, 100 pro Heuchler. Und derjenige, der nur eine Eigenschaft davon hat, so hat er eine Eigenschaft von einem Heuchler, bis er diese unterlässt und davon, ja, die unterlässt und unterbindet und bereut quasi. Dann sagt er, إِذَا أَتُمِنَ خَانٍ, wenn ihm etwas anvertraut wird, er veruntreut es. وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبٍ, und wenn er spricht, er lügt. Ja, wenn er spricht, dann lügt er immer. وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرٍ, und wenn er ein Versprechen gibt, dann hält er sein Versprechen nicht ein. وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرٍ, und wenn er streitet, dann wird er ausfallen. Ja? Bukhari und Muslim, absolut authentisch überliefert. Also aufpassen, ja. Aber trotzdem, inshallah, nur, dass wir das wissen. Ja, ich will euch dieses Wissen nicht vorenthalten. Wobei ich eigentlich, ehrlich gesagt, gerne, wenn es so Sünden gibt, wo es Meinungsverschiedenheit gibt, oder wie jetzt bei dieser Sache, ich würde gerne eigentlich das Wissen, dieses Wissen eigentlich gerne zurückhalten und nicht mitteilen. Ja, damit man eigentlich das mehr praktiziert. Versucht mehr zu praktizieren. Derjenige, der alle vier, weil der Heuchler, der richtige Heuchler, ist ja kein Gläubiger. Ja? Der geht ja für Ewigkeit in die Hölle. Derjenige, der alle Eigenschaften hat von einem Heuchler, der geht trotzdem nicht in die Hölle für Ewigkeit. Es kann sein, dass er in die Hölle geht, ja, um gereinigt zu werden. Er zählt aber trotzdem nicht als, hier steht ja, er ist ein richtiger, aufrichtiger Heuchler. Ja? Damit ist aber trotzdem nicht gemeint, er ist ein Heuchler, der Ewigkeit in der Hölle bleibt. Ja? Es gibt so Sünden, auch im Koran andere, zum Beispiel bei Mord oder so, wo dann steht, er geht in die Hölle für alle Ewigkeit. Ja? Aber es ist damit nicht gemeint, alle Ewigkeit, wenn er gläubig ist. Ja? Es ist aber so, es wird so dargestellt, um die Menschen davor zu warnen, extremst davor zu warnen. Ja? Komm dieser Sünde nicht nah. Ja, so Mord oder so ganz, ganz, ganz schlimme Sachen, dann ist es eine Art der Drohung quasi, der extremen Drohung, die aber nicht unbedingt, und dann gibt es aber andere Beweise, die das auch beweisen, im Koran selbst oder in der Sunna. Ja? Genauso wie bei dieser Sache jetzt hier. Ja? Einer, der alle Eigenschaften hat von einem Heuchler, der ist kein Heuchler. Also kein Heuchler in dem Sinne, dass er ein Ungläubiger ist und dass er Ewigkeit in der Hölle bleibt. Okay? Ja? Barakallahu fikum. Küsse deine Augen. Ich küsse deine Augen, Bruder. Der sagt einfach, ich küsse deine Augen. Okay. Nächster Hadith. وقال صلى الله عليه وسلم من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بينه شعيرتين يوم القيامة ولم يفعل. رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم und der Prophet Muhammad, ich habe dir eigentlich nur ein paar Hadiths eingekreist, damit wir inshallah nicht zu lange machen. Ich glaube, wir haben schon zu lange gemacht. Alle müde, oder? Du bist auch müde? Platt, ich bin selber müde. In dem anderen Hadith steht noch hier, zu den größten Sünden, ja, zu den größten Sünden gehört das, dass einer spricht und quasi erzählt, dass er Sachen gesehen hat, die er nicht gesehen hat. Ja? So wie quasi, ja, dass er, ja, ein yuriya ar-rajulu aynayhi ma lam taraya. Ja, dass einer sagt, ich habe das und das gesehen, ja, und er hat das gar nicht gesehen. Quasi, das ist schon, das geht auch in die Richtung, Falschaussage zu machen. Ja, Falschaussage zu machen. Und dann, wa akhraja hadith السمرة ابن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم بتوانيه في منام النبي صلى الله عليه وسلم genau. Und das war ein Hadith, das ist ein längerer Hadith. In dem Hadith, wo der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم bei Isra, bei der Himmelreise war, und er hat Menschen gesehen, ja, die am Tage der Auferstehung auf verschiedene Art und Weisen bestraft werden für große Sünden, die sie gemacht haben. Ja. Und dann sah er bei der Nachthimmelreise, sah er Leute quasi, die mit einem
Kullab, im Hadith steht wie Kullab, ja, mit einem, mit einer Sichel. Das, was der Fleischer hat, der Sichel, sagen wir. Sichel, sagt man? Ja. Mit einer Sichel? Ja, das ist mit einer Sichel. Was benutzt der, was benutzt der Metzger? Wo der Haken. Ein Haken, ja, ein Haken kann auch Haken sagen. Ein Haken oder eine Sichel, ja. Er war mit dem Erzengel Gabriel, ja, und er hat Menschen gesehen, die belohnt werden für gute Taten, Menschen gesehen, die bestraft werden für schlimme Taten, die sie gemacht haben, quasi, um uns davor zu berichten. Das ist ja noch nicht passiert, aber, ne? So, und zu denen gehörte, dass er mit dem Erzengel Gabriel war und er sah, dass ein Mann, ihm wurde ein mit der Zange quasi oder mit einem Haken hier seine Wange aufgerissen wurde bis zu seinem Hinterkopf, ja, blutig gerissen wurde. Und dann ging dieser Haken auf die andere Seite und riss ihm seine ganze Wange komplett auf bis zur anderen Seite. Wenn er hier fertig war, war diese Seite wieder geschlossen und dann wurde hier wieder diese Wange aufgeritzt bis zu seinem Ohr oder hinter seinem Ohr sogar. Komplett aufgerissen. Und dann geht der Haken auf die andere Seite, dann wird das hier wieder geschlossen. Und das geht so bis zum Tage der Auferstehung. Das hört gar nicht auf. Ja? Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat das gesehen und er hat sich erschrocken und wollte dort dann weggehen. Er wollte das nicht sehen quasi. Und dann hat er später den Erzengel Jibril alaihi salam gefragt, was hat dieser Mann gemacht? Ja? Und er sagte, فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَغْدُو مِنْ بَيْتِهِ فَيَكْذِبُ الْكَذْبَ تَبْلُغُ الْآفَاقِ. Ja, das ist ein Mann, ein Mensch quasi, der geht aus dem Haus raus und er erzählt Lügen, ja, oder der erzählt eine Lüge, sie erreicht Al-Afaq, sie erreicht die Himmel. Ja, das sind so quasi auch schlimme Lügen. Ja, es gibt ja Lügen und Lügen, aber allgemein, er lügt und manche Lügen, sie erreichen quasi Horizonte oder den Himmel, weil sie so viel Schlechtes beinhalten, ja, zwischen Menschen, Streit, etc. Subhanallah. Wa'anhu. Nee, und in einem anderen Hadith sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mu'mini, kafa bil mar'i ithman an yuhaditha bi kulli ma sami'a. Rawahu Muslim. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte im nächsten Hadith, es reicht an Sünde, dass der Mensch alles weiter erzählt, was er hört. Ja? Es reicht als Sünde, das ist ja nie, guck mal, das ist jetzt dieser Großgelehrte hat das im Kapitel von Lügen reingebracht. Ja? Es reicht als Sünde, dass du alles weiter erzählst, was du hörst. Weil alles, was du hörst, stimmt das? Ist das alles, entspricht das alles der Wahrheit? 100%? Der eine erzählt dir so, ich habe den und den gesehen, der hat das und das gemacht, die hat das und das gemacht, ich habe gehört, dass er, ja, vieles davon wird gelogen sein und lästern sein. Ja? Deswegen, es reicht schon an Sünde, dass du alles einfach weiter erzählst, was du hörst. Ja, weil dann wirst du am Ende des Tages, du wirst über Leute schlecht reden, du wirst Lügen erzählen. Vorletzte oder vorvorletzte Hadith, وقال صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. Ja, رواه مسلم والبخاري. Derjenige, der vorgibt, ja, derjenige, der vorgibt, etwas zu besitzen, was er nicht hat, es ist so wie einer, der zwei Kleidungsstücke von Falschaussage anzieht. Ja, das hier ist die Sünde, die Art von Lügen mit gemeint, indem man vorgibt, Sachen zu haben, die man nicht besitzt. Ja, jemand tut so, als wäre er reich, obwohl er nicht reich ist. Er gibt an mit Autos, die ihm nicht gehören, Kleidung, die ihm nicht fake und alles, was wir heute leben. Ja, heute ist ja extrem, wir leben ja voll in der Fake-Welt. Jeder will irgendwie alles zeigen, was er nicht hat. Das gehört auch zu im Kapitel Lügen quasi. Ja, und da gibt es viele, sehr, sehr viele Beispiele, die man nehmen könnte. Nächster Hadith, وقال صلى الله عليه وسلم إياكم والظن. Ja, ich warne euch vor der Vermutung. إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. Ja, ich warne euch vor der Vermutung, denn die Vermutung ist die schlimmste größte Art der Lüge. Wenn man spricht quasi, ja, oder vielleicht anders übersetzt, auch authentisch überliefert bei Bukhari Muslim, ja, er sagte, Iyakum wadhan, ja, wehe euch vor der Vermutung. Denn die Vermutung ist die größte Sünde,
in Bezug, dass man halt lügt. Es zählt als Lüge. Ja? Warum? Du vermutest. Du hast keinen Beweis für das, was du. Ja? Ich glaube, der hat so und so gesagt. Ich glaube, sie hat das und das gemacht. Du glaubst? Ja? Und deswegen gibt es ja auch zum Beispiel vor dem islamischen Gericht quasi. Du könntest nicht kommen und einfach sagen, ich, zum Beispiel, du hast gesehen, dass jemand Zina gemacht hat, Unzucht gemacht hat oder Vergewaltigung oder so, ja. Und du musst wirklich, du wirst quasi gefragt, ob du wirklich das ganz genau gesehen hast, wie das eine in das andere hineingeht oder was auch immer passiert ist, genauestens im Detail, ja. Du kannst nicht einfach nur gesehen haben, ja, da hat sich was bewegt oder das, ich glaube oder vermuten, alles, was mit Vermutung zu tun hat, es gehört zu den schlimmen Sünden, weil du redest gerade über die Ehre, über die Würde, über das Hab und Gut anderer Menschen, ja, über die Rechte anderer Menschen, ohne hundertprozentige Beweise zu haben. Deswegen ist diese Sache, also die Vermutung, die schlimmste Art der Lüge. Und Allah Azza wa Jalla hat das sogar im Koran verboten. Ja? Letzter Hadith, waqala sallallahu alaihi wasallam, drei Arten von Menschen, Allah wird zu ihnen nicht sprechen am Tage der Auferstehung. Ja, er wird sie nicht mal ansprechen. Er wird sie mit Malikun Kadhab, einer von diesen drei, ein König, ein Herrscher, ein Machthaber, der lügt. Ja? Warum? Weil er hat es nicht nötig. Ja, hast du es nötig, als Machthaber zu lügen? Du bist doch der Machthaber. Ja? Ja, du bist der König. Du hast das Sagen, keiner kann dir was. Ja, in dieser Position auch noch ein Lügner zu sein, diese Person ist sowas von ehrenlos, Allah wird ihn nicht mal anschauen. Nicht mal mit ihm sprechen quasi. So, inshallah ist das, denke ich mal, das sind noch sehr, sehr viele Hadithe, ehrlich gesagt, und sehr viele Beweise, die uns zeigen, wie schlimm das Klauen, Stehlen und die andere Sinne des Lügen ist. Aber ich denke, inshallah, das reicht, um zu zeigen, dass das eine sehr, sehr große Sünde ist und eine sehr, sehr schlimme Sache ist, vor der sich der Muslim auf jeden Fall fernhält. Ja? Und niemals, versucht niemals zu lügen, weil er an erster Stelle, du zerstörst deine eigene Würde. Ja? Einer, der lügt, er zerstört und er kratzt an seiner eigenen Würde, an seiner eigenen Ehre. Du machst dich selbst ehrenlos. Ja? Und zwar zwischen dir und anderen Menschen und zwischen dir und deinem Schöpfer. Und du musst wissen, wenn du das machst, ja, dass du am Tage der Auferstehung, du wirst dafür zur Rechenschaft gezogen. Und zwar, wir haben gesehen, es gibt manche Hadithe, die sind sehr, sehr, ja, Höllenfeuer. Ja? Und deswegen, inshallah, dass wir versuchen, das nicht zu machen. Und eine andere Sache, die wir gerade angesprochen haben, es gibt natürlich Ausnahmen. Es gibt Ausnahmen. Ja? Und da muss man aufpassen, liebe Geschwister, weil es gibt viele Muslime, viele Menschen, die sagen, ja, weiße Lügen und so, die sagen, ja, ist doch nicht so schlimm, ist ja keine schlimme Sache. Wer hat dir gesagt, dass das keine, wer hat dir gesagt, dass das überhaupt gar keine Lüge ist? Ja? Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat das erlaubt, in bestimmten Situationen, ja, zu lügen. Zum Beispiel, er hat erlaubt zu lügen, also in der Religion, im Islam ist es erlaubt zu lügen, wenn du zwischen zwei Menschen schlichtest. Das ist eine weiße Lüge, wenn man will, ja. Aber du kannst diese weißen Lügen nicht selber definieren, nach deinem Hawa. Ja, okay, komm, das ist doch nicht so schlimm. Ja? Ich nehme erstmal was wir jetzt so kennen von der Religion, was erlaubt ist. Nummer eins, du schlichtest zwischen zwei Leuten. Wie schlichtet man zum Beispiel, oder wann ist es, ja, weil der Islam, der soll, ja, Allah sagt im Koran, was sulhu khair, ja, und das Schlichten ist besser. Schlichten ist besser. Zum Beispiel zwei Brüder haben miteinander Streit, ja, wegen irgendwas. Dann gehst du zu dem einen, oder, ne, du weißt, zwei Leute haben miteinander Streit, du gehst zu dem einen und sagst zu dem, hey, was ist los eigentlich und so? Und dann sagt er, ja, der hat über mich so und so. Dann sagst du ihm, ja, weißt du was, der hat mir, als Beispiel, du sagst ihm, hey, ganz ehrlich, der hat mir so eigentlich gesagt, ja, der bereut das und so und eigentlich mag er dich und, ja, obwohl das gar nicht stimmt. Und du gehst zu dem anderen und dann sagst du ihm auch sowas in der Art. Ja, das heißt, du sagst beiden quasi, du bringst eine Lüge, um zwei Leute wieder zusammenzubringen. Das ist das Einzige, was du willst daraus, ja? Nichts anderes. Du willst einfach das Schlichten zwischen zwei Personen. In dem Fall ist es erlaubt. Ein anderer Fall ist, was uns der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam beigebracht hat, dass du zum Beispiel um die Ehe, ja, weil die Welt oder sagen wir mal, die Gemeinschaft, die Gesellschaft besteht aus Familien. Familie wird sehr, sehr groß geschrieben im Islam, weil ist die Familie kaputt, ist die Gesellschaft kaputt, weil die Gesellschaft ja aus Familien besteht. Und deswegen, damit die Familie gesund ist, gibt es zum Beispiel dann auch eine Erlaubnis, ja, dass man zum Beispiel der Frau Komplimente macht, und Frauen brauchen das, glaube ich, viel, viel mehr als Männer, weil einfach von der Natur,
dass du deiner Frau Komplimente machst, auch wenn das nicht stimmt. Ja, du sagst einfach zu deiner Frau, du bist einfach die schönste Frau der Welt. Obwohl sie einfach so 180 Pickel hat und 720 Kilo, 270 Kilo wiegt. 27 ist auch, ne? Ja, als Beispiel, sagen wir mal. Nichts jetzt gegen... Ja, aber das ist vielleicht ein schlechtes Beispiel. Ja, versteh mal, vorher jetzt einer hat... ja, okay, ein gutes Beispiel. Sagen wir mal, deine Frau kommt zu dir und sagt, eine deiner Frauen, ja, kommt zu dir und sagt, Schatz, habe ich zugenommen. Natürlich, die Frau weiß diese Antwort schon, weil sie war wahrscheinlich davor auf der Waage. Die weiß, dass sie zugenommen hat. Mhm. Das ist eine Frage, weil die Stress. Verstehst du? Da sagt man trotzdem, du sagst niemals, wenn sie zugenommen hat, sagst du nein. Du hast nicht zugenommen. Ja. So. Zum Beispiel, ja. Viele Sachen, ja. Zum Beispiel, ja, du bist voll schlank. Ja, alles, ja, beim Alten, alles ist okay. Alles beim Alten, alles normal. Das Problem ist, ich habe mir öfters mal gedacht, so, wenn jemand schlecht kocht, ja, das schmeckt überhaupt gar nicht. Ja, das ist eigentlich so ein Eigentor. Wenn du dem sagst, boah, hat super geschmeckt, die macht dir das am nächsten Tag wieder. Und das hat dir ja gar nicht geschmeckt, weißt du? Aber im Allgemeinen, ja. Allgemein ist das, um die einfach in die Familie quasi zu Familienbande, die Familien, die Beziehung, die Bindung, ja, der Familien zu verstärken, ist das zum Beispiel eine, die Indrani findet das nicht gut. Findet das nicht gut, ja. Aber das ist zum Beispiel eine Sache, die erlaubt ist zum Beispiel, dass man der Ehefrau sagt, ja, du siehst wunderschön aus, oder du bist die, ja, vielleicht sieht die auch so aus, aber dass du zum Beispiel sagst, du bist die schönste Frau auf der Erde, ja. Obwohl sie es nicht ist. Ja, sie ist nicht. Bestimmt ist jemand schöner. Vielleicht auch nicht, aber vielleicht höchstwahrscheinlich. Ja, du sagst dir, du bist die schönste Frau auf der Welt. Oder du bist, ich liebe dich von hier bis zu, keine Ahnung, bis zum siebten Himmel oder so. Und es ist nicht der Fall. Ja, das ist zum Beispiel eine Lüge, die erlaubt ist quasi. Eine andere Lüge, die erlaubt ist. Was gibt's noch? Welche Lügen sind noch erlaubt? So habe ich geantwortet, auch als ich 16 war, aber jetzt bin ich... Jetzt bist du reifer geworden, ne? Jetzt will ich einfach nur meine Ruhe haben. Der eine sagt jetzt, in den jungen Jahren sagt er, nee, wenn meine Frau zugenommen hat, ich sage ihr, hör, ist alles in Ordnung, dann macht die keinen Sport und dann direkt Scheidung, sagt er, ja. Das sagt man, wenn man jung ist, wenn man alt ist, sagt man, wenn man seine Ruhe haben, nein, alles ist in Ordnung, ja. Und du hast einfach ein Sixpack, so, obwohl es einfach ein One-Pack ist, so. Das ist nicht erlaubt. Ja, da schreibt zum Beispiel jetzt jemand, wie ist es, wenn der Ehepartner lügt, um Streitigkeiten aus dem Weg zu gehen? Oder, ja, ganz ehrlich? Ja, es ist, vielleicht ist es auch, versteht es der eine oder andere auch falsch, ne? Das mit diesen Lügen, um quasi zwischen den Partnern diese Bindung zu stärken oder so, ja? Damit ist ja nur gemeint, weil wir wissen, wie schlimm Sünde ist, diese Sünde ist. Ja, Lügen ist eine extrem große Sünde. Ja, aber diese Sache, dass man, das ist jetzt nicht dieses, ja, wie jetzt der Bruder oder die Schwester gerade gefragt hat, ja, dieses Lügen zum Beispiel, dass man sagt, quasi, ja, Streitigkeiten aus dem Weg zu gehen und so, dann lügst du einfach. Wo warst du? Ich war, ja, du warst zum Beispiel dein Partner, der mag, dass ich, wenn du, keine Ahnung, wenn du ins Restaurant alleine gehst, was weiß ich, dann sagst du, ja, ich war ja, keine Ahnung, ich war in der Moschee oder ich war beim Sport. Das war gar nicht so, ja. Du willst aber keinen Streit haben, etc. Diese Lüge ist auf jeden Fall, das ist richtiges Lügen. Ja, und das ist auf jeden Fall nicht erlaubt. Aber dieses andere Lügen, was wir gerade gesagt haben, was erlaubt ist, das sind so Sachen einfach, ja, wo es wirklich keine, ich meine, wenn du deinen Partner gar nicht null schön findest, dann, ja, gar nichts an ihm findest, wirst du auch nicht, wird das eventuell auch nicht dein Partner sein oder diese Ehe hat, ja. Wenn er für dich 0,0 attraktiv ist oder wenn du ihn gar nicht liebst und wenn es dir nicht schmeckt, etc. Ja, das wird man dann, da wird man, glaube ich, schon vielleicht größere Probleme haben. Ja, im Kriegsfall natürlich gegen den Feind, das ist eine andere Sache natürlich. Ja, genau. Ja, und man wird ganz bestimmt bei seinem Ehepartner Sachen finden, wo man Komplimente machen kann, immer ohne zu lügen. Ja, ist immer der Fall. Oh, jetzt sehe ich gerade, die Stunde ist voll. Auf Instagram, also Instagram bin ich jetzt raus, aber ich denke, das reicht auch, oder? Oder hast du schnell noch eine Frage? Nee. Okay. Ja, okay, liebe Schwester, ich denke, ich mache mal Schluss. Ich bin sowieso jetzt hier ready, bei Instagram werde ich jetzt rausgekickt in 10 Sekunden.
Und ja, ich wünsche euch inshallah eine gesegnete Nacht. Morgen und übermorgen bin ich auch inshallah live. Alles Gute, bis dann, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.